Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Alien, Abballerei, Orgien und so weiter. Irgendwas in der Art jedenfalls. Wir spielen heute mal wieder Earth Defense Force 2017 und wir brauchen neue Waffen, weil beim letzten Mal haben wir, keine Ahnung, das letzte Mal ist schon so lange her. Ich habe jetzt auch das Video offen gesagt nicht geguckt, also, beziehungsweise doch, ich hatte es bestimmt geguckt, aber halt als es rausgekommen ist. Und das ist jetzt, ja, über eine Woche her oder so, ich weiß es nicht genau. Wie dem auch sei, jedenfalls brauche ich irgendwie sowas ähnliches wie eine Waffe. Und ich glaube so, ich brauche irgendwie Grenade. Ich habe irgendwie Lust auf Grenade. Aber ich bin mir jetzt nicht schlüssig. Will ich mal die Standardgranate mal nehmen. MG10. A Basic Hand Grenade. Okay. Nehmen wir jetzt einfach mal. Dazu eben den Raketenwerfer, weil Raketenwerfer ist immer nett. So, nächste Mission. Nummer 23. Expansion. Wir haben es irgendwie mit haufenweise Löchern zu tun. Beziehungsweise, ja, irgendwie so eine Art Nester eben in der Stadt. Die jetzt da, also da so rumstehen. Und da kommen so Insekten raus und so. Und die sind böse und so. Und deswegen sollten wir da vorzugsweise ein paar Granaten reinwerfen. Und dann wäre es gut. Ja, der Plan, also so wie ich mir gerade ausdenke, der klingt eigentlich ziemlich erfolgversprechend. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es auch alles klappen wird. So, mit meiner Granate im Anschlag gehe ich jetzt einfach mal irgendwie dort hinten hin. Mir kommen so ein paar Leutchen entgegen, die irgendwie keine Lust auf Insekten haben, was ich so ein ganz kleines bisschen verstehen kann. Und dann, ja, meine Teamkollegen, die irgendwo dort vorne stehen, ich glaube, die sind schon ganz gut dabei. Mehr oder weniger, naja gut, mehr oder weniger. Weniger trifft es wahrscheinlich eher. Weil das, was er eigentlich eher so ein kleines bisschen schießt, das sind die Ameisen. So, und jetzt haben wir das erste Mal, glaube ich, die Granate gesehen. Genau. Also, ich halte praktisch gesehen den Angriffsknopf gedrückt. Dann sehen wir diesen roten Laser des Todes praktisch gesehen, der einfach nur die Flugbahn so ein ganz kleines bisschen markieren soll. Und ja, das gibt halt so an, wo die Granate hingeworfen wird. Das ist jetzt in der Tat mehr oder minder spektakulär. Ich würde jetzt sogar fast sagen, eher minder. Das ist interessant, was hier alles so aus dem Loch rauskommt. Also wir sehen hier Ameisen, wir sehen hier Spinnen. Und ich glaube, jetzt habe ich das Nest tatsächlich ausschalten können. Das ist lustig. So, nichtsdestotrotz gehe ich jetzt mal ganz kurz auf Raketenwerfer, damit ich hier mal so ein ganz kleines bisschen Ruhe habe. Hopps, allein Hochhaus. Mein Gott, das ist ja irgendwie, ja, Kollateralschaden oder so nennt man das, glaube ich, an der Stelle. So, okay, Teamkollegen stehen hier überall rum und hier stehen auch überall Waffen rum, die man nochmal einsammeln kann. Und da vorne ist nochmal so eine Ameise, die machen wir jetzt auch kaputt. Okay, alles klar. Jetzt ist da vorne noch irgendwas. Nochmal Armor, perfekt. Und da, nee, die Spinnen, die sind die ganze Zeit von einem anderen Loch gekommen, kann das sein? Das irgendwo weiter hinten so in der Stadt rumsteht. Deswegen sollten wir mal ganz schnell zu diesem anderen Loch hingehen, weil, Glacier. Interessant. Ja, hier stand mal, oh, und weg ist das Schild. So, hier stand mal ein sehr interessantes Firmengebäude oder so. Und das ist eine süße kleine Spinne, die irgendwas von mir will. Und wenn ich treffen würde, dann wäre das extrem cool. So, dann können wir hier rechts gucken. Also, guck mal an. Das ist das Spinnennest, würde ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen. Ja, so viele Spinnen, wie hier rumstehen, da kann man das so einigermaßen, glaube ich, mehr oder weniger zielstrebig behaupten. So, und dann machen wir das so kaputt, und machen wir das so kaputt, und machen wir das so kaputt. Und diese Spinne will irgendwas von mir, ich weiß nicht genau was. Und jetzt dürfte hinter mir noch irgendwas sein. Ja, Springspinnen sind doof. Boah, wie das Vieh ausweichen kann, das ist der Hammer. So, okay. Und dann müsste hier vorne irgendwo ein Fahrzeug sein? Komisch. Wo ist das Fahrzeug? Ist das Fahrzeug auf dem Gebäude drauf? Das gibt es ja auch ganz gerne mal tatsächlich, dass diese Fahrzeuge auf den Gebäuden draufstehen. Es stand auf dem Gebäude drauf, genau. Das war auf dem Dach dieses riesigen Hochhauses. Und dann muss man das Gebäude zielstrebig einfach mal zum Einsturz bringen, damit man irgendwie an das Fahrzeug herankommen kann. So, und jetzt kann ich in den Helikopter einsteigen und mich dann um die komische rote Ameisenplage dort vorne kümmern. Ja, das wird sicherlich, also das passt schon. Was wir aber gleichzeitig sehen, dadurch, dass ich den Helikopter irgendwie von dem Gebäude runtergeholt habe, der hat jetzt nicht mehr seine volle Energie, gewissermaßen. Das ist ja irgendwie doof. So, jetzt könnte ich nur ein klitzekleines Problem haben, denn die Steuerung mit dem Helikopter ist jetzt mehr oder minder einfach. Diese rote Ameise da spielt irgendwie so King Kong, wenn ich das mal so beurteilen darf. Okay, jetzt müsste ich nur noch versuchen, tatsächlich irgendwie den Helikopter so runterzureißen, dass ich auch tatsächlich mal das Nest treffe. Da, 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 ich hab's getroffen. Das Problem ist, mein Helikopter ist jetzt irgendwie im Arsch. Man kann es irgendwie, man kann es nicht besser machen. Nein, dadurch, dass der Helikopter nicht zielsuchend tatsächlich agiert, sondern man wirklich richtig schön die, ja, die Frontseite des Helikopters so nach unten drücken muss, da hat man einfach
ein kleines Problem, so was die reine Navigierfähigkeit von dem Ding angeht. Also im Luftkampf mag so ein Helikopter echt nett sein. Einfach gegen UFOs oder so, auch wenn, naja gut, man muss man natürlich auch aufpassen, wie man fliegt und so, aber gegen UFOs hui, aber gegen Bodengegner eher fui. Ich weiß nicht. Ich habe ja schon öfters, glaube ich, gesagt, dass die Fahrzeuge in diesem Spiel jetzt so mehr oder weniger tatsächlich... Was ist das? Ja, geh bitte weg. Hallo? Hallo? Was lebt hier noch und was lebt hier nicht? Ich glaube, das... Es sind so viele Viecher hier um mich herum. Aua. Und es ist wenig schön irgendwie, wenn man dann mal so einen Spinnenkopf irgendwie direkt vor sich hat und dann wieder so eine Ameise und dann wechselt sich das so ein ganz klein bisschen ab. Und ich glaube, naja, ich will die ganzen Sachen einsammeln. Das ist schön und toll und so. Aber nichtsdestotrotz, wo sind eigentlich meine Teamkollegen? Ich sehe da noch einen blauen Punkt auf der Karte, aber der ist irgendwo ganz weit weg. Ich glaube ja irgendwie nicht, dass die nochmal herkommen wollen. Ich glaube ja, die machen schon wieder Mittagspause oder so. Aber wie das halt so ist, ja. Lass den Hering mal machen. Ja, ja, mit seinen komischen Waffen und so. Ja, ja, ja. Der ballert da schon alles ab. Das ist schon richtig und toll und so. Ich glaube, wir gehen jetzt trotzdem mal zu dem Nest. Einfach, damit nicht immer neuer Nachschub kommt oder so. Genau, das andere Nest steht nämlich hier direkt um die Ecke quasi gesehen. Also muss ja nicht sein, dass da immer und immer wieder neue Viecher rauskommen. So, okay. Diese Mission scheint wieder ein ganz kleines bisschen länger zu dauern, wenn ich das so beurteilen darf, weil ich glaube, das war auch nicht das letzte Nest, was hier tatsächlich so in der Stadt rumstand. So, okay. Aber ist kein Problem. Wir machen das schon. Ja, ja. Hering muss erst Defense Force 2017 spielen. Muss er wirklich spielen. Also eigentlich habe ich mir vorgenommen, jetzt so, nachdem ich zwei Hauptprojekte abgeschlossen habe, namentlich sind das Resident Evil 4 und The Legend of Zelda Twilight Princess, kann ich bitte dorthin gehen, aber nachdem ich diese beiden Projekte abgeschlossen habe, habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich mich als nächstes so ein ganz kleines bisschen auf Earth Defense Force konzentriere, ganz einfach, damit ich mit dem Spiel fertig bin, bevor der Nachfolger in die Läden kommt, was ja jetzt tatsächlich gesehen nicht mehr so lange hin ist, also es sind noch quasi gesehen 2 Wochen, so ungefähr. Nicht mal mehr 2 Wochen, das ist ja das Grausame. Also von daher, ich habe nicht mehr viel Zeit. Und irgendwie, ich wäre ja schon, wie gesagt, ganz gerne fertig, wenn der Nachfolger da ist, weil dann kann ich zu dem Nachfolger ein hübsches kleines frisch angezockt machen. Oh, da ist ein Nest. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Da waren ja irgendwie zu viele Häuser im Weg. So, okay, wir gehen zu dem Nest hin. Dab, 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 dab. Ja, da kommen schon wieder neue Viecher raus. Wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Deswegen machen wir ja alles Platz. La, 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 la. So, do, 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 do. Ja, da kann ich zum Nachfolger ein hübsches kleines frisch angezockt machen. Und dann ganz vielleicht sowas ähnliches wie Let's Play oder so. Das Angebot steht immer noch. Also bisher hat sich noch kein Xbox 360-Besitzer bei mir irgendwie gemeldet, der ganz gerne dieses Spiel mit mir spielen möchte, was ich ein ganz kleines bisschen schade finde. Was auf einer anderen Seite jetzt für mich wiederum der Indikator ist, dass die meisten meiner Abonnenten nicht mein Xbox 360 zu Hause haben. Aber das dürfte, ja gut, das Problem war mir so oder so klar. Ich meine, ups, die meisten meiner Abonnenten sind ja, gehören ja nun mal mehr der Nintendo-Fraktion tatsächlich an. Möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal behaupten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann dürft ihr mir das natürlich gerne schreiben. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Multikonsolero da draußen. Oder tatsächlich gibt es Leute, die meinen Kanal abonniert haben, die nur einen Xbox 360 zu Hause stehen haben. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Weil dafür, also gut, ich mache ab und zu mal, wow, ich mache ab und zu mal Xbox 360 Let's Plays und frisch angezockt und so weiter und so fort. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass reine Microsoft-Jünger so richtig 100% zufrieden mit meinem Kanal sind. Was mir an der Stelle total leid tut, weil die, also ich bin ein großer Fan der Xbox. Oh ja, Xbox for the win, da 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 da. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie Nintendo-Spiele zu Let's Playen, das ist natürlich auch irgendwie toll und mache ich gerne und so. Und deswegen ist das halt so. So, irgendwie ist jetzt hier ein Loch oder beziehungsweise so ein Nest oder nicht? Es wird ja, die roten Punkte auf der Karte werden ja schon weniger, worüber ich sehr froh bin. Und diese roten Viecher, beziehungsweise die roten Ameisen, die halten wirklich extrem viel aus. Ich glaube, wir könnten auch mal wieder so hier... Granate! Granate! Irgendwie werfe ich zu... Ich werfe zu Scheiße gewissermaßen. Granate? Granate? Aber er wirft sie schnell hintereinander weg. Das ist irgendwie der Vorteil von den Dingern. Also irgendwie, ja, Granaten sind irgendwie auch witzig. Da vorne ist er tatsächlich noch ein Nest. Okay, so, da, 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 da. Ja, und ich komme näher ran und die Viecher kommen raus. Das ist irgendwie, ja, auf eine gewisse Art und Weise nachzuvollziehen. So, ja, überall rote Ameisen, das ist schön. Die lassen mich jetzt irgendwie nicht zum Nest hin. Das ist ja fast so etwas Ähnliches wie eine KI, die wir hier beobachten dürfen. Also so, bei der Arbeit beobachten. Das ist, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise faszinierend. Nachdem ich ja in einem meiner letzten Videos irgendwie so ein ganz kleines bisschen, nachdem wir uns da die KI mal ein bisschen genauer angeguckt haben und da festgestellt haben, was ist das denn?
Achso, die Dinger sind auch nochmal runtergekommen. Ich habe mich jetzt gefragt, warum blieben die jetzt in der Luft hängen? Das hat irgendwie für mich keinen Sinn ergeben. So, egal. Vieles in diesem Spiel ergibt keinen Sinn, aber das ist ja im Endeffekt auch nebensächlich. So, noch zwei Ameisen, glaube ich. Wie viele Raketentreffer halten die jetzt tatsächlich aus? Sind es zwei oder drei oder ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie, ich musste auch viel zu viel nachladen. Das finde ich total doof. So, komm her. Zack, einer. Und zwei. Und drei. Ja. Also drei Treffer braucht tatsächlich so eine rote Ameise. Spricht jetzt nicht gerade für meinen Raketenwerfer. Aber mein Raketenwerfer hört auf den wohlklingenden Namen Cascade One. Kann man davon ausgehen, dass es so etwas Ähnliches wie Cascade 2 oder 3 oder so ähnlich gibt? Das wäre ja irgendwie schön. Weil dann würde ich mir so einen Raketenwerfer mit extrem viel mehr Feuerpower wünschen. Das wäre irgendwie nett. So, Handgranate war irgendwie ein Schuss in den Ofen. Ich glaube, wir. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Bo, 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 ja, vielleicht mal wieder sowas ähnliches Maschinengewehrmäßiges, so in der Tat. Das könnte vielleicht auch ganz nett sein. Interception! We have received bla, jo. Wir müssen irgendwie an der Küste wieder so ein paar vorzugsweise Raumschiffe, wenn wir uns das Bild so angucken, ja, die sollen wir irgendwie eliminieren. Das alles hat so einen gewissen Sinn, beziehungsweise Hintergrund, denn wir planen, beziehungsweise die EDF plant, dass, als nächstes eine groß angelegte, ja, Aktion gegen die, ja, gegen die Alien-Nester durchgeführt werden soll. Also die nächsten vier Missionen werden sich unter der Erde abspielen. Ich glaube, so viel darf ich an der Stelle jetzt einfach mal verraten. Was sind die vier Punkte dort hinten, die irgendwann kommen? Ich weiß nicht genau. Sind das? Ach so, Roboter. Oh, wie lustig. Da, 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 da. Okay, solche Missionen finde ich cool. Dab, 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 dab. Dab, dab. So, wir knallen süße kleine Raumschiffe ab, weil das unglaublich viel Spaß macht. Die Waffe gefällt mir jetzt so ein ganz kleines bisschen. Aber die feuert so stoßweise ab. Okay, nachladen ist ziemlich gut. Das geht schnell eigentlich von der Hand. Und dann so, ja. Wenn ich eine Salve praktisch gesehen voll auf ein Alien-Raumschiff draufbringe, dann ist das Raumschiff auch direkt hinüber. Also, das finde ich gut. Ja, das sind immer drei Schuss, die abgegeben werden. Ja, das ist. Damit kann man arbeiten. Das ist nicht schlecht. Also, es ist nicht wirklich maschinengewehrmäßig. Es ist, wie gesagt, nur diese kleinen, gezielten, schnellen Feuerstöße, die man so abfeuern kann. Und das ist, ja, das ist in Ordnung. Damit kann man, wie gesagt, arbeiten. Lalalala. So, kleine Raumschiffe abballern. Huiuiuiui. Sitzen da nun Aliens drin oder nicht? Auch das wissen wir nun immer noch nicht. Ist im Endeffekt auch egal, denn von Raumschiffen bleibt so gar nichts übrig, wenn sie irgendwie runterfallen, weil dann explodieren die immer sofort. Das war eine extrem gute Aktion, weil jetzt haben wir schon direkt alle. Also alle fliegenden Raumschiffe, also alle fliegenden Raumschiffe, ja. Alle Raumschiffe haben ausgeschaltet. Und jetzt haben wir nur noch diese Kampfroboter da. Das ist cool. Jetzt kann ich dort hinten noch einmal Armor einsammeln und dann schon nebenbei so ein ganz kleines bisschen mit dem Raketenwerfer dort hinten auf die Roboter zielen. In der Hoffnung, dass es so einigermaßen was hilft. Die sind auch. Also das ist die kleinere Version praktisch gesehen, weil die haben keine Plasmakanonen. So, okay. Haben wir da den ersten direkt von den Füßen geholt? Das finde ich super. Hier stehen noch überall Fahrzeuge rum. Also wir haben am Anfang den Kampfläufer gesehen, in den ich mich hätte reinsetzen können. Da vorne steht ein Panzer. Aber wozu? Ja, das war schön. Du hast schön getroffen. Das finde ich lustig und so. Aber ich mag dich nicht, deswegen mache ich dich jetzt so ein ganz kleines bisschen kaputt. Bum, 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 bum. Jo, was haben wir da vorne? Ah ja, Amor. Das ist toll, ja. Dup, 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 dup. Und jetzt will ich noch mehr Roboter kaputt machen. Irgendwie dich da. Vielleicht gehe ich doch mal in den Panzer rein. Aber nur so, weil ich gerade Zeit und Lust dazu habe. La 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 la. Der andere Roboter ist noch nicht da. Das ist irgendwie blöd. Und hier liegen irgendwelche Sachen rum, die man einsammeln kann, wenn man Lust dazu hätte. Genau, Armor einmal mitgenommen. So, und jetzt Feuer. Nein, das war zu hoch. Na gut, jetzt ist er fast auf Augenhöhe. Nein. Ja, der war gut. Der war. Also, wenn das Ding jetzt nochmal feuern würde, wäre es echt geil. Nö, natürlich nicht. Wah! Nein! Hilfe! Was macht der? Wah, der beide, beide! Nimm deine verdammten Kanonen irgendwie aus meiner Fresse raus. Das wäre irgendwie ganz nett. Ja. Bum, 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 bum. Lass mich raten, das war's noch nicht. Nee, neue rote Punkte auf der Karte. Natürlich, das ist schön. So, was kommt jetzt? Lass mich raten. Jetzt kommen vom Wasser her nochmal Roboter, die irgendwie diesmal Plasmakanonen haben, so wie das aussieht. Ja,
die auch relativ gut zielen können. Ich glaube, die dezimieren jetzt so nach und nach irgendwie meine Leute. Und direkt hinter mir dürften jetzt, genau, ja, sowas in der Art sein. Es war doch irgendwie recht schnell, was da irgendwie so angeschossen kam. La 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 la, na gut. Das ist irgendwie strategisch total sinnvoll, was der Feind da gemacht hat. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie müssen die ja überall Raumschiffe und UFOs haben oder so, wo die ganzen Viecher jetzt rausgekommen sind. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ist auch total egal. Prinzipiell gehört dieser Planet eigentlich schon gar nicht mehr uns. Weil mittlerweile sind doch diese komischen Alien-Raumschiffe und Truppen doch quasi gesehen überall. Das ist relativ entmutigend, aber okay. So ist das eben, wenn man irgendwie gegen Außerirdische kämpft. Das ist ein schmutziger, böser Krieg, jawohl. Wir haben da relativ wenig Chancen tatsächlich, wenn man mal von der Tatsache absieht, dass ich so gut wie nicht sterbe. Und dementsprechend haben die Aliens so ein ganz kleines Problem, aber gut, okay. Jetzt würde der Kampfläufer vielleicht Sinn machen, ich weiß nicht genau. Wollen wir uns damit abmühen? Aber es ist halt ein bisschen langsam. Aber naja, er steht ja relativ günstig tatsächlich. Also eigentlich, wenn ich jetzt nur nicht getroffen werde. Naja, gut, okay. Hat jetzt mehr oder weniger Schaden gemacht. Dab, 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 dab. Okay, aber die Roboter, die nehmen irgendwie, die nehmen mich voll aufs Korn. So, einen zumindest ausgeschaltet. Und dann bitte irgendwie die Kurve gehen. Okay, hat nicht gereicht. La 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 la. Man sieht nur dieses lila Licht. Ich sehe ja gewissermaßen ein Licht am Ende des Tunnels. Ah, nein. Nein, aua, aua, aua. Ja, das ist sehr schön. Aber wie wenig Schaden das generell macht, irgendwie so. Also, okay, gut, das Spiel ist unrealistisch hoch 10. Aber man sollte doch annehmen, dass so eine komische Plasmakanone ziemlich wehtut, wenn man die so einmal. Ja, wenn man diese mal so einmal richtig abbekommt. Aber okay, gut. Wie das halt so ist. Die Aliens können sich das wahrscheinlich auch nicht erklären. Muss irgendwie, verdammt, irgendwie frustrierend sein, wenn man die ganze Zeit so große Verluste einstecken muss. Generell haben irgendwie außerirdische Invasoren die Arschkarte gezogen, sofern sie nicht genug Ressourcen und sowas mitgebracht haben. Also so viele. Ich habe mittlerweile so viel Altmetall in diesem Spiel irgendwie verursacht. Ich meine, bei biologischen Kampfwaffen wie den Ameisen ist das ja relativ egal. Die kann man ja irgendwie nachzüchten. Vielleicht auch. Die haben bestimmt große Ameisenfarmen oder so dort oben in ihrem Mutterschiff. Aber davon abgesehen, diese Roboter und so, irgendwo müssen die ja die Ressourcen daher haben, um die ganzen Dinger bauen zu können. Und wenn die jetzt nicht gerade ihren Heimatplaneten um die Ecke haben, stelle ich mir das doch relativ schwierig vor. Aber gut, ich mache mir schon wieder viel zu viele Gedanken darüber. Muss an der Stelle vielleicht gar nicht sein. Ich habe relativ viele Gegenstände eingesammelt, was ich sehr schön finde. Wir haben wieder zwei Missionen von diesem Spiel geschafft, was ich noch viel schöner finde. Gut, okay. Beim nächsten Mal geht's weiter mit weiteren zwei Missionen und so. Dann, wie gesagt, geht's in den Untergrund. Dann widmen wir uns wieder der mutterflockigen Ameisenjagd. Vielleicht sind auch mal ein paar Spinnen dabei oder so. Ich weiß noch nicht genau. Wir werden sehen. Herringway sagt an der Stelle aber trotzdem erstmal tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.